Herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unserer Regionalliga-Partie gegen den FK Pirmasens am kommenden Samstag, den 14. März 2015 um 14 Uhr hier bei uns im Waldstadion in Homburg. Neben den Pressevertretern darf ich ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken unseren Spielführer Andreas Gebler und zu meiner Rechten unseren Trainer Jens Kiewer. Andi, Glückwunsch zunächst mal zum Sieg in Kassel. Es steht jetzt das Südwest-Derby gegen den FK Pirmasens an. Deine Einschätzung zum Spiel am Samstag. Ja gut, die Pirmasenser, die haben jetzt die letzten zwei Spiele relativ souverän gewonnen und das schockt uns eigentlich nicht. Wir gucken, dass wir unser Spiel wieder genauso durchdrücken wie in Kassel und dann gehe ich auch davon aus, dass wir das Spiel auch am Samstag gewinnen. Du hast es jetzt gerade selbst angesprochen, Pirmasens hat nach der Winterpause die beiden Spiele gewonnen, jeweils 3:0 gegen Worms und gegen Neckar-Elz. Trotzdem ist es eine Mannschaft, steht auf Platz 15, steckt also im Abstiegskampf im Moment. Zur Statistik von 11 Auswärtsspielen 10 Punkte geholt oder in 11 Auswärtsspielen 10 Punkte geholt, nur 9 Tore erzielt. Kann man also sagen, Statistik spricht so ein bisschen für uns, Favoritenrolle liegt so ein bisschen bei uns. Nimmt das irgendwie Einfluss auf die Vorbereitung zu so einem Spiel oder spielt so eine Statistik überhaupt irgendeine Rolle? Wie siehst du das? Also ich persönlich gucke nicht auf die Statistik, weil jedes Spiel ist anders. Wir lassen einfach das auf uns zukommen. Klar, gegen Worms, das war mit Sicherheit eine Riesenüberraschung, weil die Worms ja auch eine richtig gute Mannschaft ist. Und klar, die Pirmasens haben sich auch mit 2-3 Leuten noch ordentlich verstärkt. Und ja, schauen wir mal. Das wird ein ganz anderes Spiel wie in der Hinrunde. Mit Dennis Gerlinger spielt in Pirmasens ein Mannschaftskamerad aus der letzten Saison von dir. Habt ihr noch Kontakt? Vielleicht auch jetzt gerade vor dem Spiel irgendwie ein bisschen intensiver? Oder wie sieht es aus? Also mit Dennis habe ich persönlich von den Spielern vom letzten Jahr noch den meisten Kontakt. Bin öfters bei ihm, er ist bei mir ab und zu mal. Aber jetzt über das Spiel haben wir jetzt eigentlich nicht gesprochen. Werden wir danach machen. Okay. Für Samstag ist zu erwarten, dass ein paar Zuschauer den Weg hier ins Waldstadion finden werden. Es ist ganz schönes Wetter angesagt. Für Pirmasens geht es ja auch durchaus um was. Es ist ein Derby. Inwiefern kann die Unterstützung unserer Fans so ein Spieler wie am Samstag ja beeinflussen? Ist da oder positiv irgendwie aus sich auswirken? Aber wir sind immer froh, wenn uns die Fans ein bisschen anfeuern. War es auch in Kassel wieder so, waren einige dabei. Und jede Unterstützung ist eigentlich ein kleiner Pluspunkt für uns. Kann nur positiv sein. Ja. Okay, Andi, vielen Dank soweit. Jens, gestern Abend stand in der Verbandsliga ein Nachholspiel für unsere zweite Mannschaft in Telai an. 4:1 gewonnen. Du hattest mit Kevin Broll im Tor, Angelo Vaccaro, Freddy Ehrmann, Christian Grimm, Sebastian Wolf, Shadli Amri und Giancarlo Pinner, gleich 7 Spieler aus dem Regionalliga-Kader dorthin geschickt. Hast das Spiel ja auch selbst gesehen. Wie zufrieden warst du mit der Leistung insgesamt, vor allen Dingen mit den 7 Spielern und konnte sich da einer irgendwie ein bisschen in den Vordergrund spielen, auch im Hinblick auf Samstag? Es geht in erster Linie darum, dass die Spieler Spielpraxis haben, die jetzt wenig gespielt haben, beziehungsweise Shadli Amri eigentlich über ein Jahr kein Fußball gespielt hat und darum geht es in diesen Spielen und umsonst nichts und dazu haben sie den Auftrag gehabt, nach Telai zu fahren und dort 3 Punkte zu holen für unsere U23 und das haben sie gemacht. Alles andere ist aus dem Spiel zweitrangig. Wir spielen am Samstag gegen Pirmasens. Im Hinspiel gute Leistung gezeigt, trotzdem nur 1:1 gespielt, nur weil wir eine Menge an Chancen liegen gelassen haben. Wie siehst du das Spiel am Samstag jetzt? Ja, vorneweg gesagt, es wird, glaube ich, eine harte Nuss. Pirmasens hat sich im Winter gut verstärkt, hat mit Yannick Sommer, Benny Auer 2 Offensivspieler von Qualität dazu bekommen, mit Busit aus 2 Brücken für mich einen sehr guten Sechser in dieser Liga bekommen, haben jetzt Alternativen, haben, glaube ich, auch alle Leute an Bord, die sie benötigen. Dementsprechend sieht man auch die Ergebnisse, sie sind stabil geworden, sie sind nicht mehr wie im Herbst, wo sie in der Vorrunde waren und wo sie schon geschwächelt haben, muss man sagen. Sie sind inzwischen eine ordentliche Regionalliga-Mannschaft, wenn man die Leute sieht, die auf dem Feld sind. Und dementsprechend wird es für uns ein schweres Spiel. Heimspiel, wir müssen das Spiel machen, das erwarten wir. Wir erwarten eine Pirmasenser Mannschaft, die kompakt steht, die auf Konter lauert. Das ist die erste große Gefahr, die sie ausstrahlen. Sie sind wirklich stark im Konterspiel. Muss man aufpassen, dass man nicht zu viele Ballverluste hat, dass man auch genügend Leute noch hinterm Ball hat, die das verhindern können. Und im Endeffekt die zweite Stärke, die sie haben, sind auch Standardsituationen. Und da müssen wir dagegen halten. Aber nichtsdestotrotz, wir
Wir sind gut gewappnet, wir sind auch gut drauf, wir haben eine hervorragende Vorbereitung hinter uns. Wir haben ein gutes erstes Spiel in Kassel gemacht. Wir müssen Pirmasens nicht größer machen, als sie sind, aber man muss wissen, wo die Stärken, wo die Schwächen bei ihnen sind. Und im Endeffekt haben wir ein Heimspiel und wir wollen den zweiten Dreier dieses Jahr einfahren. Am Dienstag geht es dann nach Völklingen, Saarland-Pokal-Viertelfinale. Jetzt diese Woche hat Hertha Wiesbach den FC Saarbrücken aus dem Pokal geworfen, 2:1 gewonnen nach Verlängerung. Zeigt also, dass im Pokal, wie man so schön sagt, nichts unmöglich ist. Aber ist vielleicht auch dieses Ausscheiden von Saarbrücken, das ja durchaus ein Konkurrent da ist um den Titel, eine zusätzliche Motivation für euch, für die Mannschaft? Oder wie nimmt man sowas dann wahr? Nein, ich glaube, es ist keine zusätzliche Motivation. Ich glaube, wir sind im Viertelfinale, wir sind zwei Spiele vom Endspiel entfernt. Wir arbeiten im Oktober jedes Pokalspiel ab, ob es Bezirksligist ist, Verbandsligist oder was auch immer. Und da muss jeder Spieler wissen, das ist der schnellste Weg zu einem Titel im Jahr. Und dementsprechend ist uns eigentlich egal, was in Wiesbach passiert ist. Ja, es ist zwar eine Überraschung, aber Sensation oder so ist immer weit entfernt, weil du spielst gegen eine Oberliga-Truppe und die spielen auch nicht mit irgendwelchen Kokosnüssen Fußball. Die können auch ein bisschen kicken und da müssen wir hellwach sein, gerade in Völklingen, die viele, viele gute Fußballer in ihren Reihen haben, die gegen uns auch alles raushalten werden. Aber im Endeffekt ist für uns ein Ziel, den Titel zu holen und in Völklingen zu gewinnen, als erstes auf dem Weg dorthin. Kommen wir zur personellen Situation für Samstag. Wie sieht es aus? Haben wir Ausfälle zu beklagen oder kannst du aus dem Vollen schöpfen? Wie ist die Situation? Stand jetzt alle Leute an Bord. Okay. Haben Sie Fragen? Ist Schatti jetzt schon ein Thema für den Kader? Ja, ist er ein Thema für den Kader? Ist er, war er letzte Woche auch und dann treffe ich eine Entscheidung machen. Also Thema für den Kader heißt, er wird im Kader sein. Ist die kann, Frage ich auch in der ersten Zeit. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Okay. Der zweite Langzeitverletzte, Thierry Steinmetz, auch schon, wenn es heißt, alle Mann an Bord, auch schon für Kader? Nein, er wird nicht im Kader sein. In Kassel gab es eine ziemlich überzeugende Leistung. Spricht eigentlich irgendwas dafür, die Mannschaft zu verändern? Es gibt immer Punkte, wo man sagen kann, man kann was verändern. Man kann es aber auch stehen lassen. Wir haben wirklich die erste Halbzeit überzeugend gespielt. Die zweite Halbzeit haben wir auch Probleme gehabt. In gewissen Spielsituationen muss man auch sagen. Aber wir haben, sage ich, seit Wochen jetzt, wenn alles fit ist, ein großes Potenzial in der Offensive an Spielern. Wir können unsere Aufstellung variieren. Wir können vorne mit zwei richtigen Stürmern spielen, mit einem hängenden Stürmer spielen. Wir können die Außenposition eigentlich doppelt besetzen mit verschiedenen Spielern, die auch in verschiedenen Situationen ihre Stärken haben. Wir können selbst hinten rotieren. Es gibt auch Überlegungen, ob wir am Samstag gerade vielleicht auch noch ein, zwei Spieler in der Mannschaft brauchen, die vielleicht auch noch mehr unser spielerisches Potenzial erhöhen. Es gibt aber auch die Überlegung, das gleiche Mal zu machen wie letzte Woche und damit auch auf Durchschlagskraft zu setzen. Das werden wir sehen, was wir machen. Das wird sich wirklich erst nach dem Abschlusstraining entscheiden und die letzten Eindrücke dann wir als Trainerteam mitnehmen und dann werden wir das am Samstag entscheiden. Sie haben eben gesagt, zwei Spieler weitere, die spielerisches Potenzial haben, da wird ja wohl einer dazu, Nico Zimmermann, gehören können. Ja, sicher. Ist mit Sicherheit ein Spieler, der großes Potenzial hat, gerade im spielerischen Bereich. Deswegen haben wir ihn auch genommen. Und ich sage es immer wieder, so wie er sich bisher präsentiert, im Training, auch in den Testspielen, ist er für uns eine Bereicherung. Aber trotz allem, wir sind in der Offensive im Moment
verletzungsfrei. Wir haben viele Spieler, viele Variationen. Auch andere Spieler sind gut. Gerade so ein Name wie jetzt Nico Zimmermann, der ja dort im Saarland eine gewisse Prominenz hat, ist man da nicht als Trainer auch irgendwo ein bisschen gezwungen, jetzt zu rotieren? Jetzt letzte Woche hat er, glaube ich, nur 2-3 Minuten am Ende noch gespielt. Das heißt, im Moment, dadurch, dass eben jetzt die Breite so groß ist, ist man da nicht eben auch ein bisschen dann unter Druck, dass, weil man Angst haben muss, der ein oder andere Spieler könnte ein bisschen sauer werden, wenn er gar nicht zum Zug kommt oder nur sehr wenig zum Zug kommt. Ich hoffe, dass er sauer ist, wenn er nicht spielt. Die Frage ist immer, wie sich das dann ausdrückt. Das ist das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass jemand erfreut ist, wenn er nicht spielt. Und es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder weiterhin ordentlich trainieren, die Chancen nutzen, die kommt, und Gas geben, so ist das richtig. Oder es gibt die Möglichkeit, sich irgendwo in ein Eck zu verziehen und nichts mehr zu machen, dann wird man sowieso nicht mehr spielen. Diese Möglichkeiten. Aber das ist nicht nur auf Nico Zimmermann betroffen, das gilt für alle, die nicht spielen. Und Druck, das will ich auch noch aufgreifen, Druck gibt es überhaupt keinen, irgendwas machen zu müssen. Wir machen das, wovon wir überzeugt sind, für das Spiel. Das werden wir dann sehen, wie es aussieht. Vielleicht eine Frage an Andi. So in der Winterpause wurde ja dann so beim Fans so ein bisschen, war die Befürchtung da, ja, man ist Tabellensiebter, doch ein ziemlich großer Abstand nach vorne. Es wird wohl, der Aufstieg wird wohl keine Rolle mehr spielen in dieser Saison. Sind die Spieler noch motiviert? Jetzt seid ihr nach Kassel gefahren, habt zumindest mal in der ersten Halbzeit ein Top-Spiel hingelegt, offensichtlich funktioniert es. Ist das vielleicht sogar ein bisschen umgekehrt, dass ihr jetzt sagt, okay, wir haben ja nichts zu verlieren, wir können jetzt ganz befreit aufspielen? Ja, in erster Linie können wir das schon, aber klar, wir sind Fußball, wir wollen jedes Spiel gewinnen und wir wollen auch noch so weit wie es geht nach oben. Klar, wenn man realistisch ist, also Offenbach wird man nicht mehr einholen, selbst Elversberg und Saarbrücken. Aber klar, wir wollen, und wenn wir Vierter werden, wie gesagt, wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Und spielt da vielleicht auch eine Rolle? Der Trainer hat ja schon offen in der Presse gesagt, so in der nächsten Saison möchte ich ganz gerne auch oben anklopfen. Und ist das jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen für die Spieler so ein erstes Schaulaufen, einfach um sich anzubieten, in dieser Mannschaft auch nächstes Jahr noch dabei zu sein, wo es dann vielleicht wirklich dann um Aufstieg gehen kann? Klar, in erster Linie geht es ja auch um Verträge, die verlängert werden müssen. Und wenn wir jetzt in den Lauf reinkommen, dann denke ich schon, dass das auch für nächstes Jahr, wenn die Mannschaft vielleicht größtenteils zusammen bleibt, dass es dann auch nochmal pusht und vielleicht direkt von Anfang an oben mitspielen kann. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich mich bei Ihnen bedanken für den Besuch heute Mittag. Samstag 14 Uhr hier im Ballstadion gegen FK Pirmasens. Bis dahin vielen Dank und auf Wiedersehen.